Açmadım mı acaba? Ha, açılmış. Guten Tag, wir begrüßen Zafer Şenocak und Sie, liebe Gäste, ganz herzlich in unserer heutigen Lesung. Zafer Şenocak hat eine lange Reise gemacht, kommt heute aus Berlin und liest aus seinem Buch Deutsche Schule und unterhält sich mit uns über Deutsche und Türken. Ich habe hier ein früheres Buch von ihm mit dem Titel Deutsche Türken und Türk-Almanlar, ein zweisprachiges Buch. Und da habe ich heute Morgen etwas entdeckt, was ich jetzt als wegweisend zitieren möchte. Also er spricht über die Existenz der Türken in Deutschland und dann sagt, dann schreibt er, hatte man, also gemeint ist die Zeit der 60er Jahre, also gemeint sind die Anfänge der 60er Jahre, hatte man über das gemeinsame Funktionieren hinaus darüber nachgedacht, was Zusammenleben von Deutschen und Türken bedeutet. In Deutschland hat jedes Haus eine Hausordnung, in der das Zusammenleben der Nachbarn geregelt ist. Was stand in der Hausordnung Deutschlands für die Türken? Die Hausordnung stammte aus dem Jahre 1913, noch vor der Zangengeburt des modernen Deutschland geschrieben. Sie reservierte Deutschland den Deutschen, Ausländer wurden als Gäste, zumeist Gastarbeiter, toleriert und so weiter. Also die Jahreszahl 1913, das wird uns, oder die Zeit um, die, um diese, dieses Jahr etwa, wird uns begleiten bei dieser Lesung. Zu Zafer Şenocak selbst. Ein paar Worte, biografisches, ist 1961 in der Türkei geboren und 1970 ist die Familie nach Deutschland, nach München oder Oberbayern umgesiedelt. Es ist eine dreiköpfige Familie, wie ich dachte, ja, und es ist aber keine Gastarbeiterfamilie in diesem strengen Sinn des Wortes, sondern Vater, der Vater von Zafer Şenocak war Intellektueller, Schriftsteller, Verleger und seine Mutter war Lehrerin. Vielleicht erzählt Zafer nachher, warum sie dann überhaupt nach Deutschland gegangen sind. Aber ich, ja, Zafer Şenocak hat viele Bücher geschrieben, Gedichte und Essays und Romane und ja, es handelt, bei ihm handelt es viel. Es handelt sehr oft von diesem Titel hier, von Deutschen und Türken und von der Migration natürlich auch. In einem Interview spricht Zafer davon, dass er die Migration vor allem als eine Angelegenheit der Sprache versteht. Vielleicht wäre das auch ein Punkt, über den wir sprechen könnten. Und Zafer Şenocak ist über diese literarische Produktion hinaus, wie gesagt, er hat auch Essays geschrieben, Essay-Bände auch. Und er ist ein beliebter, bekannter Interviewpartner für viele ernstzunehmende deutschsprachige Medien. Für die Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur, für die Welt, die Zeit, die Welt vielleicht auch. Und die Taz und so weiter. So, das genügt für
zum Kennenlernen, zum ersten Kennenlernen. Vielleicht ist das ja auch nicht das erste Kennenlernen, aber dennoch möchte ich jetzt das Wort Zafer geben. Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank, lieber Tevfik, für die Einführung. Vielleicht noch ein Wort zu diesem Buch, zu diesem Bändchen, das damals erschien. Es war eine Reaktion auf eine sehr turbulente Zeit, an die wir uns jetzt wieder erinnern. 30 Jahre, die Ausschreitungen in Rostock, anschließend dann die Brandanschläge in Mölln und Solingen, und der Verlag hatte diese Idee, ein Buch herauszugeben mit Einwürfen, Ideen, wie es denn weitergehen soll. Also 30 Jahre ist es tatsächlich her. Und manchmal, wenn man heute Gespräche über diese Zeit hört, hat man das Gefühl, das Ganze ist ganz gerade jetzt passiert und eigentlich hat man gar keine Erinnerung mehr daran. Das ist ein ganz seltsames Gefühl. Das Buch, was ich heute vorstellen möchte oder aus dem ich lesen möchte, ist eigentlich auf Türkisch geschrieben. Also es ist so, ich habe bis Anfang der 2000er Jahre fast ausschließlich auf Deutsch geschrieben. Ich bin ja in Deutschland aufgewachsen, Deutsch war meine literarische Sprache. Aber Tevfik hat das schon erwähnt, ich habe zu Hause immer auch ein sehr gepflegtes Türkisch gehört und auch viele Bücher auf Türkisch gelesen. Und Türkisch war immer eine Sprache, die in mir auch lebte. So kam es dazu, dass ich einige Bücher auf Türkisch schrieb. Ich habe, als das so entstand im Fluss, die innere Sprache ist ja immer bedeutend beim Schreiben, gerade literarischer Texte, ob das Gedichte sind oder auch längere Prosatexte, habe ich das nicht unterdrückt. Und ich habe die türkische Sprache auch nicht selber ins Deutsche übersetzt, was ich ja leicht hätte machen können, sondern ich habe es einfach so stehen lassen. Und es war auch lange Zeit nicht klar, ob daraus wirklich Bücher werden, ob sozusagen die türkische Sprache ausreicht, um die Strecke zu gehen. In dem Fall hat es dann geklappt und es ist ein Buch, eigentlich ein fast historischer Roman. Ich sage fast, weil es mit dem Medium historischer Roman ein bisschen auch spielt. Der Protagonist dieses Buches ist ein Offizier, und zwar ein Offizier aus dem Osmanischen Reich, der 1941 seine Memoiren schreibt. Wo schreibt er die Memoiren? In Istanbul. Er hat aber einen großen Teil seines Lebens nicht in Istanbul verbracht, sondern in Berlin. Wie kam es dazu? Er wurde 1900 oder Anfang des 20. Jahrhunderts mit vielen anderen Offizieren nach Berlin geschickt, vom Osmanischen Reich ins Kaiserreich, um dort weiter ausgebildet zu werden. Nun passiert es aber Salih Bey, so heißt die Figur, dass er sich dort in eine Offizierstochter, in eine deutsche Offizierstochter verliebt, was gewisse Komplikationen nach sich zieht im Jahre 1909. Aber er bleibt hängen, heiratet diese Frau und wird dann im Ersten Weltkrieg Offizier in der deutschen Armee, in der kaiserlichen Armee. Und nach dem Krieg, nach dem verlorenen Krieg, quittiert er wie viele andere seiner Kameraden den Dienst und wird Kaufmann in Berlin, auch relativ erfolgreich. Seine Frau aber kommt aus einer sehr katholischen Familie und ist von Anfang an sehr gegen Hitler eingestellt. Salih Bey nicht. Salih Bey beobachtet mehr oder weniger neutral die Vorgänge. Und da seine Frau sehr gegen Hitler eingestellt ist, überredet er sie, in die Türkei zu ziehen oder zurückzuziehen, wenn man sagen will, für ihn. So kommen sie also 39, noch vor dem Beginn des Krieges, nach Istanbul. Eine Stadt, die Salih Bey sehr fremd geworden ist. Und das ganze Buch handelt eigentlich genau von dieser Fremdheit, aber auch davon, dass seine Frau dort stirbt in Istanbul, relativ bald. Und er dann beginnt 1941 seine Memoiren zu schreiben. Er versucht, seine Zeit in Deutschland und teilweise auch seine Jugend wiederzugeben. Ich werde jetzt einige Kapitel lesen. Also das Buch ist so gestaltet, dass es einen Memoirenabschnitt gibt mit einer anderen Schriftform und dann einen Erzähler, der über Salih Bey berichtet. Und die Memoiren geben natürlich zurück bis Anfang 1900, 1905, 1910, während der Bericht über die Figur die Jahre 41 und 42 umfasst in Istanbul.
Ich weiß, dass ich mit der Niederschrift meiner Erinnerungen spät dran bin. In den letzten Tagen hat mein Gedächtnis stark nachgelassen. Obwohl ich mir seit meiner Kindheit angewöhnt hatte, Tagebuch zu schreiben, fällt es mir inzwischen schwer, den Tag festzuhalten. Sobald ich morgens aufstehe, mache ich mir Notizen über die Ereignisse des vergangenen Tages. Sie sind die Voraussetzung dafür, den Tag mit einem völlig klaren Kopf zu beginnen. Während die deutschen Heere dieser Tage im Eiltempo durch die ukrainischen Ebenen marschieren, kann ich nicht anders, als an die Vergangenheit zu denken. Wann immer ich mich in sie versenke, verlangt es mich, die verblassten Bilder, die mich die Zeit, den Ort, an dem ich lebe, vergessen machen, nun zum Sprechen zu bringen und lebendig werden zu lassen. Ob mir das gelingt, weiß ich nicht. Reicht die Zeit, die mir bleibt, dafür noch aus? Oder werde ich, wie Annette, vieles, was ich angefangen habe, unfertig zurücklassen müssen? Das wird sich zeigen. Es ist noch nicht einmal einen Monat her, dass ich Annette auf dem deutschen Friedhof in Tarabya mit Blick auf die blauen Wasser des Bosporus beerdigt habe. Nun ruht sie als Tochter eines Offiziers Seite an Seite mit deutschen Soldaten, die im letzten Krieg auf osmanischem Boden gefallen sind. Ihre Abwesenheit drängt mich fortwährend in die vergangenen Tage zurück. Unzusammenhängende Bilder, einige verschwommen, verstreut. Von nun an wird keiner mehr da sein, der mir hilft, die Lücken in meinem Gedächtnis zu schließen. Salih Bey war mit einem Koffer voller Papiere aus Berlin gekommen. Fotografien, Diplome, Belobigungen, Landkarten, Stadtpläne und einem Stapel Notizen einer gestochenen Handschrift. Sie waren zumeist auf Deutsch verfasst, einige wenige in altem Türkisch zu Papier gebracht. Bevor er sich daran machte, seine Erinnerungen aufzuschreiben, holte er diesen Koffer aus der dunklen Speisekammer und öffnete ihn, nachdem er sorgfältig die Staubschichten darauf abgewischt hatte. Er roch schwach nach Papier. Jeder, der selbst ein Archiv besitzt, kennt diesen Geruch. Er ist der Vorbote verborgener Wahrheiten aus der Vergangenheit. Er sah die Papiere eines nach dem anderen durch und legte alles, was der Arbeit dienlich sein konnte, auf eine Seite. Um den Klang der sehnsüchtig vermissten deutschen Sprache zu hören, las er manche der Notizen mit lauter Stimme. Da er mit Annette recht zurückgezogen gelebt und sich von den in Istanbul lebenden Deutschen ferngehalten hatte, gab es kaum jemanden, mit dem er sich hätte auf Deutsch unterhalten können. In den letzten Tagen ihres Siechtums war Annette außerstande zu sprechen. Ihm schien, als sei mit ihr auch sein Deutsch dahingegangen. Welches dieser Schriftstücke besaß dokumentarischen Wert? War ein Zeuge der Geschehnisse? Würde er für seine Memoiren Nutzen aus ihnen ziehen können? Salih Bey vertraute noch nicht einmal den Landkarten, die er ein Leben lang mit der Akribie des Sammlers zusammengetragen hatte. Dokumente erlangen nur dann einen Wert, wenn derjenige, der sie betrachtet, sie mit den Geschehnissen und Personen in seinem Gedächtnis abgeglichen hat. Es ist unmöglich, allein durch bloßes Betrachten der Dokumente sich an etwas zu erinnern. Erinnerte Personen und Geschehnisse sind stets auch ein Produkt der Vorstellungskraft. Nur wenn man davon ausgeht, können sie an Wahrhaftigkeit gewinnen. Wie recht er doch hatte, die Geschichtswissenschaft und die einander widersprechenden Ansichten der Historiker gering zu schätzen. Wer an die Geschichte glaubt, verliert seine Identität. Er erblindet gegenüber den Ereignissen, deren Zeuge er gewesen ist, sowie den daran Beteiligten und vereinsamt inmitten der Gemeinschaft. In der Gemeinschaft allein zu sein, ist die tiefste aller Einsamkeiten. Der Einsame in Uniform aber wird für die Menschheit zur Gefahr. Eine kurze Notiz in kyrillischen Buchstaben auf der Rückseite einer Theaterkarte. Darunter deutsche Worte in Salis Handschrift. Nacht, Kokain, Tau entziehen, das ist Berlin. Es waren die Verse eines russischen Dichters
unter seiner zittrigen Schrift Salis akkurate Handschrift. Nirgendwo, zu keiner Zeit hatte Salih das Leben eines Flüchtlings geführt. Überall hatte er sich immer zu Hause gefühlt. Seine Hände zitterten nie, weder an der Waffe noch mit dem Stift. Vielleicht war er dem etwas heruntergekommenen Dichter, an dessen Namen er sich nicht erinnern konnte, in Istanbul begegnet. Nein, sie hatten sich in einem der verrauchten Cafés mit den abgewetzten Holztischen in der Tag und Nacht belebten Tauentzienstraße gegen Morgen getroffen, um Bridge zu spielen. Wer weiß, wer noch am Tisch saß. Der Dichter hatte die Partie verloren und mit diesem Vers musste er wohl seine Spielschulden beglichen haben. Wahrscheinlich hatte er ordentlich gekämmte blonde Haare und himmelblaue Augen gehabt. Er trug einen Ledermantel mit Pelzkragen. Er hatte eine beträchtliche Summe verloren und machte Anstalten, seinen Mantel dafür hinzugeben. Salih hatte generös abgelehnt. Daraufhin hatte der Dichter ein Stück Papier aus der Tasche gezogen und jenen Vers darauf gekritzelt. Wir Russen haben ja sowieso alles verloren. Ihr Deutschen seid immer Gewinner. Selbst wenn ihr verliert, eure Niederlagen sind unbekannte Siege. Salih B. hatte selbst den Wodka bezahlt, den sie getrunken hatten. Jetzt kommt wieder ein Abschnitt aus den Memoiren. Enver B. hatte sich erkältet. Er war gestern mit dem Zug von der Visite der Gewehrfabrik Mauser in Süddeutschland zurückgekehrt. Eine Vereinbarung über den Kauf neuer Gewehre war getroffen worden. Unsere Geburt entstammt in gewisser Weise diesen Gewehren. Das Mauser ist ein Symbol für das moderne osmanische Heer und die Waffenbrüderschaft zwischen Türken und Deutschen. Es versinnbildlicht unsere Schicksalsgemeinschaft. Enver nickte zustimmend mit dem Kopf, dann verzog er das Gesicht. Der Zug sei ungewöhnlich voll gewesen, die Luft überdies drückend heiß. Auf der Fahrt hierher wären sie fast erstickt, nur weil eine Person im Abteil sich geweigert habe, dass das Fenster geöffnet würde. Wäre er in der Heimat gewesen, hätte seine hohe Position ihm schon Geltung verschafft. Keiner hätte sich gewagt, dagegen aufzumucken, dass das Fenster offen bleibt. Völlig verschwitzt habe er sich in die abendliche Kühle gestürzt. Am nächsten Morgen sei er völlig zerschlagen erwacht und habe sogleich ein Aspirin genommen. Und nun wünschte er, bis zum Mittag durch den Tiergarten zu reiten. Er möchte, dass ich ihn begleite. Wir bestiegen die Rappen und richteten unsere Uniformen. Ein Deutscher und ein osmanischer Offizier. So trabten wir los. Wer von uns war der Deutsche, wer der Osmane? Von der Haltung her war Enver der Deutsche, vom Denken her ich. Was an uns noch osmanisch war, hatten wir schon vergessen. Vielleicht wollten wir es auch nur vergessen. Enver möchte Türke sein. Er setzte seine Hoffnungen auf die jungen Männer, die in Deutschland ausgebildet wurden. Fern ihres verlotterten Vaterlandes würden sie im Schoß der Deutschen, die ein gesundes Volk sind, aufwachsen und die Türkei der Zukunft aufbauen. Die Türkei der Zukunft muss den Türken gehören. So seine Worte. Wir müssen uns von den Nichtmuslimen befreien, die uns aussaugen. Danach müssten wir unsere Brüder in Mittelasien in die Arme schließen. Früher oder später würden wir daher mit den Russen abrechnen müssen. Er bekommt einen Hustenanfall. Er redet über Krankheiten, über gesunde und kranke Körper. Er resoniert, dass die Gesundheit in ungewohntem Klima leide, sich nur schwer anzupassen vermag und der Mensch in dieser Konstitution empfindlich und zerbrechlich sei. Ist das nicht ein Widerspruch? In welcher Verfassung sind denn die, wer weiß, wie vielen Studenten, die hier ihre Ausbildung absolvieren? Die verschlungene, gewundene Spree ist nun einmal nicht der gewaltige Bosporus. Und die bescheidenen Villen Istanbuls können nicht mit den Prunkbauten Berlins wetteifern. Enver ist ein echter Held der Widersprüche. Wir reiten auf einem Weg dahin, der von staubigen Kastanien und Lindenblättern bedeckt ist. Weit und breit ist niemand zu sehen. Alle gehen ihrer Arbeit und ihren Geschäften nach. An den Sonntagen ist es hier voller Leben. Elegant gekleidete Herren mit Spazierstock und Damen mit Schirm flanieren gemächlich im Freien und schnappen frische Luft. Enver schweigt
reitet eine Weile gedankenversunken dahin? Sinniert er über das künftige Imperium, das er zu gründen gedenkt? Oder sind seine Gedanken bei jenem Mädchen aus dem Sarai, das er zur Frau genommen hatte? Wer weiß das schon? Mitten im Wald, am Ufer eines Sees, auf dem Kähne fahren, machen wir Rast. Die Pferde überlassen wir einem Stallburschen und machen es uns an einem freien Tisch gleich am Wasser bequem. Wir kommen auf die Herren zu sprechen, die zwischen Istanbul und Berlin hin und her pendeln. Jeder, der hierher komme, müsse auch etwas mitbringen. Die Deutschen in der Türkei seien nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell aktiv. Sie hätten sogar begonnen, eine Zeitung herauszubringen. Die türkischen Clubs in Berlin dagegen sonderten sich ab. Sie schienen es immer noch nicht leid, unter sich zu bleiben und nur ihresgleichen reden zu hören. Die Deutschen wüssten noch nicht einmal von ihrer Existenz. Sie glauben, wir seien ein unzivilisiertes Volk, hätten keine Ahnung von Wissenschaft und Kunst. Dabei müssten wir uns nur besser präsentieren. Wir dürften uns nicht hinter unserer glorreichen Geschichte verstecken. Diese Geschichte taugte nur noch als Kulisse für Schultheateraufführungen. Sie könne das Gemüt erheitern, nicht aber den Horizont erweitern. Schön und gut. Was aber außer Trockenfrüchten und Nüssen haben wir anzubieten? Was können wir vorzeigen? Kennen wir uns selbst überhaupt? Es ist nicht so, dass es keine Türken gäbe, die mit den Deutschen Bekanntschaft schlössen, sie näher kennenlernten, aber sie versteckten geradezu ihre Identität. Dabei ist man Mensch nur durch seine Identität. Hätten die Deutschen ihre Identität ohne Goethe und Schiller erklären können? Wer ist unser Goethe, unser Schiller? Meine Fragen schienen Enver auf die Nerven zu gehen. Wir waren dabei, gemütlich unseren Tee zu trinken, als er aufspringt. Verehrtester, ich hatte ganz vergessen, dass ich um 11:30 einen wichtigen Termin im Konsulat habe. Sie müssen mich entschuldigen. Mit diesen Worten wendet er sich eiligen Schrittes dem Ausgang zu. Er entschwindet in dem Staub, den ein plötzlicher schwüler Wind von den Bäumen und Wegen aufwirbelt. Dieser Enver Bey, das sage ich vielleicht noch dazu, ist der spätere Enver Pascha. Damals 1909 Militärattaché in der osmanischen Botschaft. Und später sondern Kriegsminister. Ja, Kriegsminister und also im Ersten Weltkrieg dann eine der bedeutenden Figuren und in der Überlieferung der Historiker immer so als pro-deutsch beschrieben. Tatsächlich hatte er auch eine gewisse Rolle, auch nach dem Krieg. Weil er pendelte dann zwischen dem der Weimar, also Deutschland nach dem Krieg, nach 18 und der jung entstandenen Sowjetunion. Hatte also eine sehr widersprüchliche Gestalt, wo man bei ihm so gedanklich faschistoide Züge, aber auch eine Nähe zu der neuen sowjetischen Herrschaft findet. Und gleichzeitig ihn dann aber auch den Tod finden lässt oder sterben lässt auf dem Schlachtfeld im Turkestan bei einem dieser vielen Aufstände gegen die neue Herrschaft. Also eine sehr widersprüchliche Figur. Ja, genau. Das kommt ja hier vor, wo er es da heißt, denkt er vielleicht an die Frau, die er aus dem Sarai geheiratet hat. Der Schwiegersohn auch, genau. Vielleicht noch eine kleine Stelle aus den 20er Jahren, über die 20er Jahre, also nach dem Krieg. Ich habe schon immer die Ansicht vertreten, dass die Fotografie zwar ein Handwerk darstellt, zugleich aber das Potenzial in sich trägt, eine Kunst zu sein, die die Vorstellungskraft entfesselt. Diese Kunst ist im Auge beheimatet, jenem Organ, das die Innenwelt des Menschen mit der Außenwelt verbindet. Im Zeitenlauf wurde dem Auge immer eine tiefere Bedeutung zugeschrieben. Einst war es der Hafen des Seelenschiffes, der Ankerplatz, von dem aus der Mensch von seiner Welt in eine gänzlich unbekannte aufbricht. Die Kunst der Fotografie war wie ein Ausweis der Berliner Zivilisation. Mit der Erfindung der Fotografie existierte nur noch das, was auf dem Bild zu sehen war. Als dann die Bilder auch noch zu laufen begannen, wurde es uns möglich, das Leben in sämtlichen Stationen festzuhalten.
Jetzt würden wir nicht nur von dem erzählen, was wir erlebt haben, sondern auch von dem, was wir erlebt haben könnten. Wir würden Akteure und Zuschauer des Lebens zugleich sein. Man stelle sich eine Szene vor, in der die Schauspieler unsterblich sind, auch wenn sie die Bühne verlassen haben. Die Szene hat sich von der Bühne gelöst. Sie wechselt ständig ihre Position. Es gibt kein wirksameres Instrument der Propaganda. Ja, vielleicht hier dein erster Abschnitt. Propaganda, das erleben wir ja heute auf einer ganz anderen Ebene. Ja. Also durch die neuen Medien, TikTok zum Beispiel. Ja. Das ist noch eine Steigerung der Geschwindigkeit für die Bilder, um die es hier geht. Ja. Aber die schon in den 20er Jahren natürlich angelegt war und dann über die Sprache erst, und dann aber mit den Bildern noch verstärkt worden ist. Mhm. Das ist überhaupt ein Thema in diesem Buch, dass der Einbruch der Moderne, diese Ambivalenz sozusagen sichtbar wird. Ja. Also einerseits eine Art Befreiung von Fesseln, von Gedankenfesseln, eine Erneuerung des Menschen in vielem, was er so geerbt hat, und gleichzeitig auch der Missbrauch dieser Erneuerungen. Durch totalitäre Herrschaften, durch nationalistisches Denken. Ja. Und Personen, die der Protagonist wird geradezu zerrissen von diesen Widersprüchen. Ja, ja, in der Person von Enver auch. Ja, einerseits, also es sind nicht nur die Widersprüche, die du jetzt genannt hast, die Sowjetunion und Nazi-Deutschland, oder diese, also seine Partei hat ja zunächst den Anschluss an den Briten gesucht, um in den Weltkrieg oder in den großen Krieg damals einzusteigen. Deutschland war die zweite Wahl, aber dann spricht man wieder von der großen türkisch-deutschen Waffenbrüderschaft und so weiter. Diese Freundschaft wird ja dargestellt als etwas, was vom Wesen dieser beiden Völker herrührt. Dabei war das eine Notlösung. Ja, da gab es auch klare Interessen, nicht? Also das Deutsche Reich natürlich zu spät im Wettbewerb um Kolonien, hat er im Grunde genommen im Osmanischen Reich die Chance gesehen, also vor allem Kaiser Wilhelm, aufzuholen, in dem Sinne, dass natürlich das Osmanische Reich damals auf den Ölfeldern saß, die neu entdeckt wurden. Und das war schon mal ein klares Interesse, weshalb sich dann Kaiser Wilhelm zum Schutzherrn über damals 300 Millionen Muslime erklärte und 1915 gar der Dschihad vom Deutschen Reich erklärt wurde. Mhm. Also man weiß es heute nicht mehr, aber solche grotesken Dinge sind geschehen, nicht? Ja. Ja. Grotesk ja auch, dass durch Mundpropaganda in der türkischen Bevölkerung geheißen hat, dass Hitler ein versteckter, geheimer Muslim sei und er würde irgendwann kommen und alle Muslime befreien. Ja, das hat aber vor allem der Mufti aus Jerusalem natürlich verbreitet, der auch mehrmals bei Hitler war in den 30er, also späten, also im Krieg noch. Und dem sein Interesse wiederum war natürlich, möglichst die Einwanderung der Juden nach Palästina zu verhindern. Wo man dann Hilfe bei Hitler gesucht hat, ist natürlich rätselhaft, weil Hitler ja der Verursacher dafür war, dass die Juden Europa verlassen haben. Ja. Aber es verband beide anscheinend ein tiefer Antisemitismus. Ja. Also man sieht, im Grunde genommen ist es damit so ein bisschen Thema dieses Buches beschrieben, diese seltsamen Missbrauchspotenziale in der Geschichte, die ja immer fortgesetzt werden, jetzt wieder, nicht? Also jetzt haben wir wieder so eine Phase. Als ich das Buch schrieb, war natürlich das alles noch nicht so absehbar, in was für eine Zeit wir jetzt leben, sozusagen. Das ist ja Anfang der 2000er Jahre. Aber mich hat immer interessiert die Frage, was wird eigentlich aus diesen ganzen Gewaltpotenzialen, die im 20. Jahrhundert ja vorhanden sind, also die wir zwar so aus den historischen Büchern kennen, aber hat das mit uns gar nichts mehr zu tun? Oder wie berührt uns das eigentlich?
Und gleichzeitig wurde es auch zu einem Thema, zu einem Männerthema. Weil es sind natürlich hier vor allem Krieger und auch Leute, die sehr kriegsnah operieren und argumentieren. Und deren Logik, die auch eine sehr männliche Logik ist, eine sehr patriarchalische Logik ist, die wollte ich im Grunde genommen Revue passieren lassen. Mhm. Also filtern eigentlich, um zu verstehen, was, wie funktioniert das? Und sind wir eigentlich davon, sind wir schon gefeit sozusagen, da reinzufallen in so eine Kriegsrhetorik? Ja. Ja. Vielleicht möchten Sie noch sich zu Wort melden und eine Frage stellen? Oder wir lesen weiter. Ja, also die Kernerzählung des Buches ist, dass Salih Bey ja nach dem Tod seiner Frau eigentlich seinen Kompass gänzlich verliert und eigentlich sich zum Agenten des Hitlerreiches macht, indem er versucht, die mögliche Widerstandsnester in der Sowjetunion auszumachen und diese für die Deutschen, also für die Armee, die ja einmarschiert ist in Russland, nutzbar zu machen. Er ist der Ansicht, dass viele Völker ja in der Sowjetunion geknechtet sind. Nicht wenige dieser Völker zählen sich zu den Turkvölkern, sind also mit den Türken verwandt. Und hier ist sozusagen ein Potenzial für die deutsche Armee, das sieht er, um die Lücken, die entstehen, an der Front zu füllen. Das heißt, kann man diese Soldaten gewinnen, die zum Beispiel gefangen genommen werden aus der sowjetischen Armee, damit sie dann sozusagen Teil der Kräfte Hitlers werden. Und das Ganze hatte erstmal gar keinen Erfolg, weil natürlich die ganzen Rassengesetze dagegen sprechen. Ja. Aber es gibt starke Fürsprecher. Einer dieser Fürsprecher, das ist heute weniger bekannt, ist tatsächlich Graf von Stauffenberg, der sich sehr dafür engagiert und tatsächlich auch nach am Ende Erfolg hat. Und am Ende des Krieges, das ist ganz wenig bekannt auch, sind fast 900.000 nicht-deutsche Soldaten in der Wehrmacht. 900.000, also fast 1 Million Mann, die nicht deutsch sind. Das heißt, die Wehrmacht ist eine Multikulti-Truppe am Ende. Und sehr grotesk, viele beschreiben das auch, dass diese Leute alles andere als Deutsche ausschauen, Schlitzaugen haben oder also andere Rassen sozusagen, völlig undenkbar, sind aber in deutscher Uniform. Und diese groteske Geschichte ist sozusagen Hintergrund dieses Buches, weil Salih Bey versucht, aktiv zu werden und sich dafür zu engagieren. Gleichzeitig wird es zu einem Art Agentenroman, weil er natürlich bespitzelt wird, sowohl von türkischen Geheimagenten als auch von Engländern, die in Istanbul sitzen. Und gleichzeitig sieht man, dass er eigentlich eine sehr unbedeutende Figur ist. Also diese Diskrepanz zwischen diesem bombastischen Idee und seiner unbedeutenden Position trägt eigentlich so zu dieser Entwicklung dieser Figur bei. Das Ganze wird sehr dramatisch, als gegen Ende des Buches eine Frau an seiner Tür steht, eine ehemalige Geliebte aus dem Berlin der 20er Jahre. Und ich lese jetzt hier einen Abschnitt vor. Und diese Frau wird ihn völlig nicht nur verunsichern, sondern eigentlich in so einen, sie wird dafür sorgen, dass er sozusagen eigentlich zum ersten Mal wirklich auch sich selber in Frage stellt und sein Denken in Frage stellt. Für eine Weile betrachtete Salih Bey die Frau, die neben ihm lag. Ihre langen schwarzen Haare breiteten sich über das Kissen aus. Da und dort färbten sie sich grau. Siehst du, Schnee fällt auf meine Haare, hatte sie gesagt, als sie ihre Kleider ablegte. Nun strahlte ihr Gesicht eine große Ruhe aus. Salih Bey erhob sich vom Bett und rauchte eine Zigarette, was er sich erst seit Carlas Ankunft wieder angewöhnte, nachdem er schon vor längerer Zeit damit aufgehört hatte. Er entzündete die Zigarette und nahm einige tiefe Lungenzüge. Carla schlief reglos. Sie war die erste Frau, mit der er nach Elena zusammen war.
Als sie einander berührten, erinnerten sie die damit verbundene Sinnlichkeit und Geborgenheit nach all den Jahren an ihr letztes Beisammensein in der schmucken Pension mit Blick auf den nahe Berlin gelegenen Scharmützelsee. Carla war dann für ein Jahr nach Paris gegangen. Sie hatten beschlossen, sich nicht mehr zu treffen. Es war nicht einfach gewesen, die in ihrem Innern lodernde Leidenschaft zu unterdrücken. Hätten sie es nicht geschafft, diese zu bezwingen, wären ihre Lebenswege nicht mehr zu trennen gewesen. Hätte Carla darauf bestanden, wäre Salih Bey sogar dazu bereit gewesen, Annette zu verlassen. Doch Carla hatte gar nicht vor, mit einem Mann zusammenzuleben. Männer sind nicht für ein ganzes Leben, sondern nur für eine Nacht geschaffen. Hast du dich einmal an einen Mann gebunden, bedeutet das, du wirst seine Sklavin sein. Ich will aber nicht die Sklavin eines Mannes, sondern seine Geliebte sein. Der Genuss soll immer frisch bleiben, pflegte sie zu sagen. Ein eher herber Genuss. Als sie sich getrennt hatten, fiel Salih Bey in einen tiefen Schmerz. Einen solchen Schmerz fühlte er zum ersten Mal in seinem Leben. Aber das Merkwürdige daran war, dass dieser Schmerz seine Seele verfeinerte und die Liebe zu Annette tiefer werden ließ. Es stimmte ihn nun traurig, wenn er zuweilen seine Frau gekränkt hatte, und diese Trauer hielt ihn tagelang gefangen. Carla hatte die Frau in ihm geweckt, ohne sein Mannsein in Frage zu stellen. Vielleicht hatte sie auch nur das befreit, was er seit seiner Pubertät unterdrückt hatte. So erschreckend dieses Gefühl auch war, so war es doch schön. Von Carla hatte Salih Bey die Kunst gelernt, eine Frau im Bett Genuss zu bereiten. Dass eine Frau auf dem Mund des Mannes sitzend sich aufrichtet, dass sie die Zunge und den Atem des Mannes dirigiert, dass eine Frau, deren unersittliche Sinnlichkeit immer stärker als die des Mannes ist, ihm statt des Gefühls der Unzulänglichkeit, das der Unersättlichkeit vermitteln kann. Dass die Lust stufenweise ansteigt und vom Höhepunkt des Liebesaktes an in eine unergründliche Leere fällt. Eigentlich war jetzt überhaupt nicht die Zeit, über solche Dinge nachzudenken. Salih Bey musste schmunzeln, dass sich sein Pflichtbewusstsein sich wieder einmal pünktlich gemeldet hatte. Wann, wenn nicht jetzt, sollte er sich solche Gedanken machen? Sicher, Carla war in einem schrecklichen Zustand zu ihm gekommen. Alle Menschen, die sie geliebt hatte, waren verschwunden. Sie war Mutterseelen allein in dieser Welt, die sie immer mehr in eine Hölle verwandelte. Nun aber war sie bei ihm und mit ihm. Sie sollte nicht wieder weggehen, sie sollte bei ihm bleiben. Nie mehr durften sie sich trennen. Er spürte in sich die Kraft wachsen, sie behüten und beschützen zu können. Carlas Ankunft gab seinem Leben, das allmählich seinen Sinn verloren hatte, wieder eine Bedeutung, ein Ziel, eine Zukunft. Draußen dämmerte es. Istanbul bereitete sich auf einen kalten, sonnigen Tag vor. Bald war der Winter vorbei und der Frühling, der alle Hoffnungen des Lebens sprießen lässt, der den Albträumen ein Ende bereitet, wird in der Natur beginnend mit seinem Frohsinn über die Häuser und Menschen kommen und sich mit all seiner Pracht in Szene setzen. Er wollte zusammen mit Carla in den Süden, an die warmen Küsten der Ägäis fahren. Es gab da ein kleines Fischerdorf namens Marmaris. Annette und er hatten es auf einer ihrer ersten gemeinsamen Reisen in der Türkei entdeckt. Ein Ort, an dem die Wälder und das tiefblaue Meer gleichsam ineinander übergingen. Man kam sich dort vor wie in einer ganz und gar anderen Welt. Und sie mussten raus aus der Welt der Intrigen, der Ungewissheiten, der Enttäuschungen und des Zweifels, sich einfach in den Schoß der Natur werfen. Auch Carla wollte in den Süden. Doch sie wollte in ein anderes Land, in ein Land, das sie für ihr eigenes hielt, ein heiliges Land, das doch niemals ihr eigenes sein würde, eines, das nicht halten würde, was es an Heil versprach. Es war ein Land, geschaffen für Träume, in Wirklichkeit aber nichts weiter als ein unwirtlicher Flecken auf der Erde, auf dem Beduinen hausten. Der Mensch sollte sich nicht sein Leben lang damit abplagen, die Hölle in ein Paradies zu verwandeln. Wenn du in der Hölle lebst, vergisst du das Paradies. Das dämpft deinen Schmerz, löscht in dir die Flammen der Sehnsucht. Konnte es aber überhaupt ein Vergessen geben? Als er an jenem Morgen die Tür öffnete, stand Carla vor ihm.
einen kleinen, schäbigen Koffer in der Hand. Für eine ganze Weile war er erstarrt vor Staunen. Kein einziges Wort brachte er hervor. Dann wich das Staunen der Aufregung und die Aufregung ging in Euphorie über. »Was ist los? Willst du mich nicht vielleicht hineinlassen?« Carla war schlagfertig wie immer. Salih B. dagegen durchzuckte nur ein Gedanke. »Ein Engel ist gekommen, um mich aus dem Loch zu retten, in das ich gefallen bin.« Sie fielen sich in die Arme und küssten sich lange und innig. Carla sah abgerissen aus. Salih beheizte sofort das Bad an. Während Carla sich wusch, bereitete er ein Frühstück vor. Sie war aus Rumänien gekommen und tagelang unterwegs gewesen. In Bulgarien wimmelte es nur so von deutschen Agenten. Sie waren überall. Immerhin gab es in den Ländern, die Hitler überfallen hatte, auch einen ernstzunehmenden Widerstand. Ohne diese Widerständler hätten die sonst so gut organisierten Deutschen nicht einmal einen Vogel durchgelassen. Der Weg sei dennoch sehr beschwerlich gewesen. Die Mittelsmänner, Schleuser und Wegführer plünderten die Flüchtlinge bis aufs Hemd aus. Trotzdem konnten sie noch von Glück reden. An der türkischen Grenze wären sie um ein Haar aufgegriffen worden. Der Schleuser feilschte eine Ewigkeit mit den Soldaten, die sie angehalten hatten. Außer Carla waren sie drei Leute. Alles, was sie noch bei sich trugen, mussten sie den Soldaten überlassen. Viel war ihnen ohnehin nicht geblieben. Die Soldaten hatten wohl Mitleid und ließen sie durch. Aus Deutschland lassen sie jetzt niemanden mehr heraus. Sie sammeln die Leute ein und bringen sie an unbekannte Orte. Keiner, der geht, kommt wieder zurück. Man holt die Leute aus ihren Häusern und schickt sie in den Tod, Salih. Erst erkennen sie uns, unser Deutschsein ab und dann unser Menschsein. Wir sind inzwischen nicht mehr wert als ein Fliegendreck. Glaub mir, es passieren schreckliche Dinge in Deutschland. Mir fehlen die Worte, es dir zu erzählen. Carla weinte bitterlich. So erschöpft und elend hatte er sie noch nie gesehen. Die scharfzüngige, starke Persönlichkeit und die Blicke, die ihr gegenüber bis zu seinen geheimsten, tiefsten Punkten durchbohrten, gab es nicht mehr. An ihre Stelle war eine ziemlich abgekämpfte, zerbrechliche Frau mit vor Schmerz gebrochenem Herzen getreten. Salih B. konnte gar nicht anders, als ihr zu glauben. Carla hatte die letzte Feste, die in seiner zerfallenden Welt noch nicht wankte, zum Einsturz gebracht. Jetzt gab es für ihn keinen Ort mehr, an den man sich flüchten konnte. Ein Mensch aber, der alles verliert, dessen sämtliche Hoffnungen zerstört wurden, geht entweder gestärkt aus dieser Lage hervor oder ist zum Untergang verurteilt. Er spürte plötzlich, wie stark Carla war. Diese Kraft ging auch auf ihn über. Er begriff, dass man nichts würde ausrichten können, wenn man sich zu Hause einschloss. Er spürte seinen Herzschlag und die Wärme des Blutes, das durch seine Adern floss. Er spürte, dass in ihm das Interesse daran erwachte, mit einem anderen Menschen den Schmerz teilen zu wollen. Er lebte nicht mehr allein auf dieser Welt. Er hatte Aufgaben, Pflichten. Carla hatte Haus und Heimat verlassen, um am Leben zu bleiben. Sie hatte sich den an die Brust gehefteten gelben Stern abgerissen und, nachdem sie sich tagelang versteckt gehalten hatte, mit einem gefälschten Pass Deutschland verlassen. Ich muss noch dazu sagen, dass die Übersetzung von Helga Daili-Bohne stammt. Das ist also nicht die Originalsprache der Türkisch ist. Ja, beeindruckende Stelle. Ist das der Schluss? Das ist noch nicht der Schluss, aber im Grunde genommen ist es der Punkt, wo eben diese Wendung stattfindet von dem Agenten Salih, der noch an das Deutsche Reich glaubend und auch noch an den Sieg glaubend und die Russen und die Kommunisten schon gar sehr hassend, plötzlich wirklich diese Wendung erlebt, durch diese Erfahrung auch, die er dann vielleicht ist ihm das zu Ohren gekommen, was in Deutschland passiert, aber eine sinnliche Erfahrung über jemanden, der ihm noch sehr viel bedeutet, eine Frau, die ihm sehr nahe ist, mitzubekommen, ist eine ganz andere Geschichte. Und wichtig ist hier ist vielleicht in der Stelle auch dieses Schwenken oder dieses Schwanken zwischen Stärke und Schwäche. Mhm. Also er nimmt ja die Frau erst, als sehr schwach war und dann merkt er, sie ist aber sehr stark und er ist sehr schwach. Ja. Also die Stellen davor beschreiben ihn auch, wie er sich immer weiter zurückzieht. Er geht kaum noch raus. Er wird immer depressiver. Also er ist eigentlich in einer Depression.
weil eben auch seine Freunde sich nicht melden, also seine Freunde aus Deutschland, sprich Offiziere, die noch in der Nazi-Armee sind. Also es ist auch so eine zweite Geschichte sozusagen, diese Offiziere, die einige haben ja den Dienst quittiert, andere kommen ja noch aus dem Ersten Weltkrieg, kommen noch aus der wilhelminischen Armee und sind aber auch in Hitlers Wehrmacht. Also, und sind aber auch teilweise eben auch gespalten. Es ist nicht so, dass alles natürlich Nazis sind, sondern Zalig B. ist ja auch kein Nazi in dem Sinne. Aber er ist ein Nationalist auf jeden Fall durch und durch. Sowohl ein osmanisch-türkischer Nationalist als ein deutscher Nationalist. Und wie das zu verbinden ist, das ist eben auch eine Geschichte dieses Buches. Mhm. Ja, also die Widersprüche, die dabei entstehen oder auch nicht entstehen. Und das Ende ist im Grunde genommen sein Zusammenbruch, dass er beschließt, sich zu ergeben. Er hat nämlich einen Nachbarn, der eben Agent ist vom türkischen Geheimdienst, und dem will er sich dann ergeben und will dann berichten über seine Tätigkeiten. Ja. Genau. Und dann stellt er fest, dass der Agent gar nicht mehr da ist, weil die unbedeutende Arbeit, die Salih leistet, eigentlich auch den Staat nicht mehr interessiert. Das merkt er. Und das Ende ist dann, das kann ich vielleicht kurz vorlesen, das ist nämlich auch bezeichnend. Er geht hier raus aus dem, also der Agent ist gar nicht mehr da. Und dann geht er in ein Café zum Frühstücken. Mein Herr, leider ist auch kein Honig mehr da. Nehmen Sie Konfitüre? Wir haben Quittenkonfitüre. Möchten Sie? Wir haben ganz frischen Rahm, der schmeckt ausgezeichnet dazu. Plötzlich merkte er, dass der Kaffeehausbesitzer seine Frage wiederholte. Doch, doch, ich war nur in Gedanken versunken. Sie konnten wohl wegen der Kälte nachts nicht schlafen. Hoffentlich haben Sie genug zum Heizen. Dieses Jahr heißt es, soll es noch schlimmer sein als letztes Jahr. Was? Der Winter? Der Winter! Das weiß ich nicht, aber der Mangel an Brennholz. Letztes Jahr ist jeder, der eine Axt hatte, in den Wald gegangen. Da konnten sie noch so viel sagen, dass das verboten ist. Nachdem der Kaffeehausbesitzer das Bestellte gebracht hatte, schaltete er das Radio ein. Hier ist Radio Istanbul. Es ist 8 Uhr. Wir bringen jetzt die Nachrichten. An diesem Morgen wurde die Blockade Stalingrads, das von der sowjetischen Armee seit Wochen gehalten wurde, durchbrochen. Es wird gemeldet, dass die deutschen Truppen empfindliche Verluste erlitten. Wissen Sie, mein Herr, wo dieses Stalingrad liegt? Salih Bey blickte durch die beschlagenen Fenster auf die Straße, die sich langsam belebte, und antwortete: ganz weit weg, in weiter Ferne. Das ist das Ende. Das ist das Ende. Das ist das vorläufige Ende, oder? Das Ende des Romans. Des Romans, ja. Aber es ist eben auch das Ende von der deutschen Armee in Stalingrad. Genau die Phase, das nämlich, es beginnt ja mit diesem Einmarsch sozusagen, beschreibt er dann am Anfang diese Armeen, die durch die ukrainischen Ebenen eilen. Das ist also Sommer 1941, es endet dann Januar 1943. Also das ist genau die Zeitspanne, in der es spielt in Istanbul. Ja. Jetzt dachte ich bei diesem Schluss, bei dieser Schlusspassage nochmal, dass dieser Salih ja recht pubertäre Züge hat. Ja, ich finde, er hat sehr männlich pubertäre Züge. Ja, das meine ich. Diese doppelbödige Geschichte. Ja. Also einerseits sehr an sich glaubend und dann wieder in bestimmten Momenten sehr schwach. Also und er hat das eben auch noch nicht sortiert. Also diese Analyse fehlt ihm auch natürlich. Das ist das Jahr 41. Also. Ja, könnte daraus vielleicht noch ein Bildungsroman Fortsetzung werden. vielleicht unter dem Motto Make Love Not War. Ja. Ist ja leider nicht mehr so populär, dieser Spruch. Ja, leider. Also es ist natürlich seltsam, wenn man das Buch jetzt liest, mit diesen ganzen Ereignissen der letzten 6 Monate, denkt man, irgendwie hat sich da etwas verändert. Also das Buch ist eingeholt worden eigentlich. Es war eigentlich weit weg, muss ich sagen. Also als ich das veröffentlichte,
war das sehr weit weg, weil Krieg, Offiziere, ja. Diese Art von Männlichkeit, was hat das mit uns noch zu tun? Ja, das schien ja Mangel an Brennholz. Ja. Bedeutet nichts. Plötzlich bedeutet es sehr viel. Ja, ja, das schien ja mit Vietnam schon aufgehört zu haben. Und dann, ja, da hat es ja schon eigentlich nicht mehr funktioniert mit den alten Bildern, komischerweise. Ja. Ich meine, dieser beeindruckendste Film wahrscheinlich, es gibt ja einige, aber dieser Apocalypse Now zum Beispiel mit diesem als Kriegsfilm, ja. Ne, funktioniert schon auf einer ganz anderen Ebene. Mhm. Ja, durch die Figuren, wenn man schaut, wie gespalten die sind und so. Aber und ich bin jemand, ich bin Jahrgang 61 und ich bin eigentlich, ich bin 70 nach Deutschland gekommen. Zwei Monate danach war Kniefall in Warschau und danach 70er Jahre und die völlige Umwälzung sozusagen der alten Welt, ja. Etwas Neues. Und tatsächlich eben auch Musik und die Orientierung meiner Generation ganz weit weg vom Krieg eigentlich als eine Möglichkeit, also auch eine denkbare Möglichkeit. Mhm. Ja. Und ich kann mich an die Anfänge der Grünen Partei erinnern, sehr stark, weil meine Politisierung war ja praktisch mit der Gründung dieser Partei. Da war ich ja 18, 19 Jahre alt, also nochmal im schärferen. Und das war natürlich ein ganz wesentliches Ziel dieser Partei oder der Inhalt, also wenn ich an Leute wie Petra Kelly denke oder so, dass Krieg auf keinen Fall irgendeine Art von Möglichkeit darstellt. Ja. Also auch kein Befreiungskrieg oder sowas. Und das ist natürlich zerbrochen, diese Vorstellung. Es gibt wieder gute und schlechte Kriege, gute und schlechte Krieger. Es gibt in einem Krieg nur Verbrechen. Ja. Und das weiß die Menschheit, das hat die Menschheit ja erlebt. Aber es scheint sich immer wieder und immer wieder zu wiederholen. Ja, ja, vor allem hält sich ja die Sage, das Gerücht von dem gerechten oder berechtigten Krieg sehr. Genau, es gibt keine berechtigten Kriege. Also es gibt, das Problem ist, dass, glaube ich, die Gewalt als ein Mittel, das ja in unserem Alltag ja schon da ist. Wir brauchen ja keine Kriege, um Gewalt zu haben. Gewalt ist ja da. Aber die Zivilisierung ist ja genau diese Methode, die Gewalt sozusagen einzuschränken. Mhm. Nur dieser Prozess ist sehr, sehr, sehr fragil. Also wenn sie einmal gebrochen ist, dann ist es sehr, sehr unklar, wo es sozusagen, wo das zum Halten kommt. Ja. Und das ist in der alten Erziehung, wo zum Beispiel die Männlichkeit über die Tapferkeit definiert worden ist, ja, war das eine eindeutige Welt, die ja bei Salih schon zerbricht. Also er zerbricht ja schon im Jahr 43. Muss man nicht bis 2022 warten. Ne? Mhm. Aber dass es zerbrochen ist, ist das eine Erbschaft, die wir wirklich verstanden haben oder nicht? Das ist jetzt so eine Frage, die sich jetzt auch durch das Buch hier stellt. Mhm. Also ganz neu stellt nochmal. Ja. Nimla. Vielen Dank. Vielen Dank, das ist ein großes Kompliment. Vielen Dank. Ja. Also das Ende von Enver Pasha liegt ein bisschen im Dunkeln, aber er ist ja gefallen auf dem Schlachtfeld auch, in einem dieser vielen Scharmützel, die da entstanden sind in Turkestan. Und er hatte tatsächlich so einen Plan, eine Art türkisches Reich. Vielleicht war es auch so ein Gegenentwurf zu Mustafa Kemal,
der ja ganz bewusst diesen türkischen Befreiungskampf auf Anatolien reduzierte von Anfang an. Weiß ich nicht. Aber die beiden waren ja immer so ein bisschen in Konkurrenz. Also das, zumindest wird das so ein bisschen beschrieben. Ja, das denken wir immer. Aber dann gibt es plötzlich, lange nach der Sowjetrevolution, also nachdem sich der neue Staat, Sowjetunion heißt es, glaube ich, noch nicht. Also, dieser Staat hat sich ja aus dem Krieg zurückgezogen. Das ist aber vorher. Das ist schon 1917, also nach der Revolution sofort. Genau, aber danach, zwischen 17 und 20, 22, gibt es noch einen Feldzug, den Felsi Çakmak, glaube ich, gegen in Richtung Osten. Das ist Karabekir. Karabekirs Ostarmee. Ja, genau. Aber die hält in Gümrü. Wird gehalten, weil die Sowjets... Es gibt auch einen Kuhhandel. Ja, ja. Aber du hast völlig recht, was auch noch ein bisschen im Dunkeln ist, aber es gibt ja auch so eine aserbaidschanische Republik Zeit. Genau. Tatsächlich marschieren auch Truppen, sowohl deutsche wie auch türkische, in Baku ein. Ja. Ich glaube, das ist auch 17 oder so. Ja. Mhm. Ja. Also es ist ein bisschen diffus. Sehr diffus. Aber Enver ist natürlich vom Charakter her sehr schillernde Person. Und ist auch letztlich, ihm ist alles zuzutrauen. Oh ja. Also. Ja, das ist, ich habe es auch einen. Ja. Genau. Almante ABS heißt es. Mhm. Die deutsche Erziehung eigentlich. Ja, bei dem Titel Deutsche Schule habe ich lange gedacht. Diskussion. Jetzt Istanbuler Gymnasium, ne? Die deutsche, aber das hieß ja die deutsche Schule. Genau, das aber ist deutsche Schule. Jeder Türke wird wahrscheinlich erstmal denken, aha, ob da die deutsche Schule gemeint ist, zumal die deutsche Schule ja mit auch. Kommt auch noch vor, in mit dieser Kapitel. Symbolik. Ja, ja, es ist ja eine der ältesten Institutionen der türkisch-deutschen gemeinsamen Geschichte. Genau, und Istanbul Erkeklisesi kommt auch vor mit einem Lehrer, mit einem faschistoiden Lehrer, der großer Bewunderer Deutschlands ist und dann eine Tirade hält. Ja, es ist natürlich ein Thema in dem Buch auch, wie sich die Türkei im Zweiten Weltkrieg verhält. Ja. Das ist ja auch ein sehr schwieriges Kapitel. Also ein Lavieren, so ein bisschen erinnert das heute an die Position zwischen Ukraine und Russland. Mhm. Also die damalige türkische Regierung sagt, die Engländer sind unsere Verbündeten und die Deutschen sind unsere Freunde. Das war so die Position. Mhm. Und das ist natürlich eine irre Position, die in den 40er Jahren sehr schwer zu halten ist. Aber sie halten es tatsächlich bis fast zum Schluss durch. Ja. Und das ist auch die Gewässer, wo dann sozusagen Salih sich bewegt in Istanbul, zwischen den Fronten. Ja, ja. Ja, es ist eine spannende Zeit in Istanbul. Ich weiß nicht, wir haben nicht mehr viel Zeit, 5-7 Minuten, ob wir da ein neues Thema anreißen sollten. Oder vielleicht möchtest du ja aus dem... oder über den größeren Rahmen, in dem dieses Buch steht, erzählen. Das ist ja, das ist eine Trilogie eigentlich. Die ersten zwei Bücher sind eben erschienen. Das ist einmal der Roman Gefährliche Verwandtschaft. Dieses Buch habe ich auf Deutsch geschrieben. Das ist in den 90er Jahren erschienen und handelt von einem Nachkommen eines deutsch-türkischen Paares. Also ich habe oft so Paare aus den beiden nationalen Zugehörigkeiten zusammen in diesen Büchern. Das ist auch ein Thema, ein bisschen diese binationalen Ehen sozusagen oder Partnerschaften. Und zwar spielt es nach der Maueröffnung in Berlin. Aber eigentlich ist es die Geschichte, die greift zurück eben auch wieder in die 40er Jahre. Und es ist der Protagonist ist der Sohn von einer deutschen Emigrantin und einem türkischen Vater. Und dieser türkische Vater entstammt einer bürgerlichen Familie, wo sein Vater, also der Großvater des Protagonisten, unter unbekannten Umständen 1936
Selbstmord verübt hat. Und das Buch rankt sich um diese Geschichte und ist die Suche über den Grund dieses Selbstmordes. Das ist die erste, das war das erste Buch sozusagen. Und das zweite ist eben die Deutsche Schule oder Almantalbisi. Und das dritte Buch wird gerade lektoriert, wird wahrscheinlich hoffentlich noch in diesem, aber vielleicht Anfang nächsten Jahres erscheinen, nennt sich Eurasia. Und es ist im Grunde genommen aus diesem heraus entstanden, spielt in der Jetztzeit. Der Protagonist ist der Sohn von einem dieser Soldaten, von dem hier die Rede ist, nämlich ein Kasan-Tatare, also der Vater, der tatsächlich von der Sowjetarmee zu der hitlerischen Armee überwechselt, gefangen genommen von den Deutschen und dann eingesetzt. Und dann kommt er am Ende des Krieges nach Niederbayern. Viele dieser Soldaten wurden nach Bayern geschickt, ganz bewusst, damit sie nicht in russische Hände fallen. Weil dann waren sie natürlich sofort tot, wenn sie in russischen Händen waren. Bayern war ja schon amerikanisch besetzt. Und was ja weniger bekannt ist, ist, dass die Amerikaner sehr schnell diese Leute nutzbar gemacht haben, weil das natürlich alles Leute waren aus der Sowjetunion. Usbeken, Tataren, Turkmenen, Armenier, Aserbaidschaner und so weiter. Diese ganzen Völkerscharen, die eben nicht Russen waren, und aber viele Informationen hatten noch aus Russland sozusagen, relativ frisch. Und auch Radio Free Europe, der amerikanische Sender in München, der dann gegründet wurde als antikommunistischer Sender, heute noch aktiv übrigens in Prag, auch aus dieses Radio wurde sehr stark von diesen Menschen betrieben. Also die waren, und die Geschichte, die fiel mir so ein bisschen dazu, weil in den 70er Jahren in München mein Vater einige Freunde aus diesem Kreis hatte, die bei uns dann verkehrten, und die sahen natürlich alles andere als türkisch aus, also sehr asiatisch, und ich als Kind fand ich das immer seltsam, woher diese Leute kommen und was die eigentlich treiben und so. Und dann, als ich recherchiert habe, habe ich gesehen, München ist ein Zentrum, war ein Zentrum, und durch die spätere Gastarbeiteranwerbung bekam das natürlich nochmal eine andere Note. Ja. Und zurück zum Buch, zum dritten Buch, da ist also der Protagonist der Sohn von diesem Soldaten, der nach Niederbayern kommt, dort eine Gutstochter heiratet, mit dessen Vater er in der Front war, der gefallen ist. Er bringt also die Botschaft, die Nachricht des Todes. Und der Sohn ist aber Lehrer, der ist schon in seinen 60ern und wird eines Nachts zusammengeschlagen in München an einer Bushaltestelle und kann sich an fast nichts mehr erinnern eine Zeit lang. Und diese Amnesie, dieser Verlust des Gedächtnisses, der Versuch sozusagen, sich wieder seine eigene Geschichte nutzbar zu machen, zu erinnern, ist eigentlich das Buch. Also es ist eigentlich diese Annäherung an den Vater über diese Gedächtnislücke, der eben auch in diesem Radio gearbeitet hat und aber auch mit vielen Leuten vernetzt ist in München, die auch bespitzelt werden natürlich. Das sind Leute, die auch gefährdet sind natürlich, weil die Sowjetunion natürlich nach den Leuten auch jagt teilweise. Und also dieses Kapitel, was eigentlich so unbekannt ist, wird da. Und es ist, wie gesagt, eine Art Fortsetzung auch, wenn man auch unter anderen Umständen. Ja. Gut, dann wollen wir auch mal aus diesem Buch hören, hier in Hamburg, in welchem Rahmen auch immer. So, haben wir jetzt noch Fragen? Wenn nicht. Hinten ist eine Frage. Also, ja, also ich komme aus einer etwas bizarren Familie, weil meine Eltern ganz unterschiedlichen Kreisen aus der Türkei zugehört haben oder angehört haben. Meine Mutter war eine typische Jahrgang 23, also beide sind schon tot, ja.
war eine typische Lehrerin, Jahrgang 1923, sehr kemalistisch, auch sehr stolz in ihren Vorstellungen. Man konnte mit ihr zum Beispiel fast nicht über sowas wie Genozid an den Armeniern oder Kurdenfrage oder so diskutieren. Das war fast nicht möglich. Gleichzeitig war sie aber eine sehr bewusste, emanzipatorische Frau, die also sehr selbstbewusst war und auch mein Frauenbild sehr geprägt hat dadurch, muss ich sagen. Bürgerlicher türkischer Beamten, also Botschafter, Militärs und so weiter. Mein Vater dagegen stammt aus Kars und war ein Mann des Landes oder der Provinz, der sich aber durch eine besondere Neigung zur Literatur, zum Lesen, zum Intellektuellen entwickelt hat, der in seinen jungen Jahren sehr links war und in den 50er Jahren immer mehr zum Islam konvertiert ist. Und er war dann aktiv in der islamistischen oder islamischen, islamistisch, diesen Begriff hat er gehasst und er hat sich auch nicht zum politischen Islam bekannt, muss man sagen, das ist sehr wichtig. War auch immer gegen diese Parteien, die dann gegründet wurden. Aber er war ein sehr mystisch angehauchter Mensch, der diese Kultur sehr geprägt hat, also der auch von dieser Kultur sehr geprägt worden ist, von Yunus Emre, von den ganzen Volkssängern und so weiter. Und er war, das war auch sehr charakteristisch für ihn, er war ja Sunnit eigentlich, aber er war durch und durch alevitisch geprägt. Ja? Also er hat mir die islamische Geschichte voll von der alevitischen Brille her berichtet, das war auch sehr widersprüchlich. So war er sehr vereinsamt in seiner eigenen Gemeinde, aber er war sehr rührig und sehr tätig und er war sehr antikemalistisch eingestellt. Also und auch in Fragen, also man konnte mit ihm die Kurdenfrage diskutieren, man konnte mit ihm über die Armenier diskutieren. Es war sehr interessant, weil er eigentlich der Konservative war, der aber eigentlich in diesen Fragen sehr offen war. Meine Mutter, die liberalere, weltoffenere Person war, aber sehr starr in ihrem nationalen türkischen Denken. Und diese Widersprüche habe ich also von klein auf mitbekommen. Und bei uns wurde auch sehr viel diskutiert. Wir haben auch nur Türkisch zu Hause gesprochen. Deswegen kann ich auch Türkisch schreiben. Also deswegen bin ich zweisprachig. Ja. Und es herrschte schon ein Geist, wo man eben Verschiedenes las. Ja. Ich habe dann sehr früh angefangen, zum Beispiel linke Literatur zu lesen, was völlig normal war bei uns zu Hause, was in konservativen Haushalten nicht so normal war in der Türkei in den 70er Jahren. Ja. Nazım Hikmet's Werke waren sogar noch nicht als Gesamtwerk erschienen, ja, sondern teilweise verboten und so weiter, das erinnere ich noch. Nicht. Und das heißt, im Grunde genommen habe ich davon doch sehr profitiert. Und der Grund, warum mein Vater nach Deutschland gekommen ist, war, er hat immer gesagt, in Deutschland gibt es Richter, denen kann man trauen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das war seine Ansicht. Über die Türkei braucht man da nicht mehr viel sagen. Ja. Ah, das war ein Spruch, ja. Das ist ein alter, aus dem 19. Jahrhundert noch ist das ein Spruch. Ah, ja. Genau. Ja. Ja, das kann man so sagen. Tatsächlich, sehr. Also ja. Ich habe als Autor davon profitiert, das kann ich wirklich immer sagen. Nicht? Manchmal wird das immer, und ich übertreibe das auch nicht, das war wirklich so. Nicht? Ja, das Thema Sprache kam ja gerade eben doch noch zur Sprache. Ich kenne einen Appell von dir. Ein Appell? Ja, nehmt den Menschen nicht ihre Sprache, 2019. Mhm. Und dann sagst du, dass die Migration eigentlich nicht in abstrakten Begriffen, sondern in Einzelerfahrungen der Menschen besteht. Und dann sagst du aber auch, dass die Migration die Erfahrung einer anderen Sprache als etwas Inneres ist. Also diese enge Verbindung von Migration und Sprache und Zweisprachigkeit,
Ist das heute noch aktuell, jetzt speziell für unsere türkisch-deutsche, deutsch-türkische Gesellschaft? Nein, das ist für die deutsch-türkische Gesellschaft nicht mehr aktuell, glaube ich, aber für immer wieder hierher kommende Menschen. Ja. Und das hat die Frage, ob wir aus diesen Erfahrungen lernen, etwas herausbekommen. Also diese Bücher thematisieren das ja auch immer wieder. Selbst in dieser deutschen Schule wird das Sprachthema, es gibt einige Kapitel dazu, aufgegriffen. Und man hat ja immer so wahrgenommen, als wäre sozusagen das Behalten der türkischen Sprache oder Pflegen der türkischen Sprache gegen die deutsche Sprache gerichtet. Und das ist von Anfang an ein natürlich nicht nur Quatsch, sondern auch eine ganz perfide Strategie. Die ist aber aufgegangen. Die türkische Sprache in Deutschland in der dritten, vierten Generation ist natürlich, hat sich ja aufgelöst, kann man schon fast sagen, oder? Und selbst in der zweiten Generation. Ich habe ja Glück gehabt wegen meinen Eltern. Es wäre überhaupt nicht denkbar gewesen, dass ich auf Türkisch Bücher, Literatur schreibe, Gedichte. Und das finde ich eine Verarmung. Ich habe auch etwas gegen meine Kollegen einzuwenden, die immer mit der großen, stolzen Brust ihrer deutschen Identität durch die Landschaft laufen und ganz stolz sind, dass sie nicht Türkisch schreiben. Mhm. Ich verstehe es nicht. Ich kann es verstehen, dass man das so macht. Aber ich verstehe nicht, dass man stolz darauf ist und das so präsentiert. Und das wird aber gut geheißen in der literarischen Landschaft Deutschland. Und das macht mich sehr stutzig. Das macht mich sehr stutzig. Das ist keine liberale und auch keine weltoffene Haltung, sondern schon eine ganz, ganz, ganz sensibel auf Assimilierung ausgerichtete Politik. Übrigens habe ich die gleiche Vehemenz auch in der Türkei. Ja. Ich habe mir auch dort schon Feinde gemacht, weil ich auch an mehreren Unis klar gemacht habe, dass für mich zum Beispiel die Existenz der kurdischen Sprache zur Existenz der Türkei gehört und dass die Unterdrückung dieser Sprache ein Verbrechen ist. Das muss man einfach mal so offen sagen. Mhm. Und das wird ja heute noch nicht, also kurdisch ist in der Türkei jetzt zugelassen, ne? Aber es ist so offen zu sagen, dass es ein Verbrechen war, diese Sprache zu verbieten, das wird kaum gemacht. Und da, auch dort war es eine Strategie. Also dieser Assimilierungs-, dieser Homogenisierungsdruck ist mir ein Rätsel, warum das nur gut ist. Ich bin voll dafür, dass alle Menschen, die hier leben, gut Deutsch lernen, gut Deutsch sprechen. Deutsch ist eine wahnsinnig schöne Sprache, wichtige Sprache. Auch im Denken, wer sich ein bisschen für Philosophie interessiert, sollte Deutsch können. Ja? Auf keinen, also da ist keine Diskussion. Aber warum das sozusagen unbedingt zur Opferung einer, wie auch immer, serbokroatisch, serbisch, kroatisch, ukrainisch, russisch, türkisch, einer anderen Sprache gehen soll, auf Kosten einer anderen Sprache. Mhm. Warum wir zum Beispiel warum die Muttersprachensendungen im Radio abgeschafft worden sind. Ja, eine nach das kann man anderen. Doch fragen. Ja. Das wird überhaupt nicht gefragt. Ja. Stattdessen haben wir jetzt wieder 30 Jahre Rostock und so weiter als großes Thema. Aber die ganzen WDR-Sendungen sind reduziert und abgeschafft. Radio Multikulti in Berlin ist abgeschafft. Ja. Und das ist nicht der richtige Weg. Also deswegen tatsächlich Appell, da bin ich emotional. Mhm. Ja. Ich denke, da steckt mehr drin, als nur jetzt eine Sprache zu thematisieren, sondern es ist eine Haltung. Ja. Ja, wobei, da bin ich ein bisschen skeptisch. Also dieser Begriff Leitkultur ist ein Schmarrnbegriff, ja. Aber es gibt schon so etwas wie eine zivilisatorische Grundausrichtung. Die finde ich wichtig. Und die ist nicht deutsch, nicht englisch, nicht amerikanisch, nicht russisch, sondern sie ist allgemein menschlich. Und darauf sollte man sich auch wieder erinnern. Nicht? Das hat man leider in Deutschland auch wieder gleich nationalisiert. Deutsche Leitkultur, ja. Also für mich ist deutsche Leitkultur Lederhosen und Bier. Ja. Ja, ich meine, wer in München aufgewachsen ist Leitkultur, ist Oktoberfest. Ja? Mhm. Das ist das. Und das macht keinen Sinn. Ja? Und deswegen ist es wichtig, glaube ich, da nochmal, das ist eine philosophische Frage, was ist eigentlich die Orientierung? Ja? Ja. Ja, das gibt es ja auch. Gibt es schon, auch immer noch. Also auch in Nordrhein-Westfalen, glaube ich. Aber. Ja, das gibt es aber. Ja.
Ja, das ist richtig. Aber die Eltern sind natürlich teilweise eben auch, das ist ja, über welche Generation reden wir? Über die vierte oder so. Ja. Da ist die Eltern sind die dritte Generation oder die zweite. Ja. Das sind ja schon Betroffene. Ja, die sprechen schon miteinander, geht nicht ja so, mehr Türkisch genau, in der Familie. Genau, ne? Genau. Aber es soll nicht jetzt als ein Klagelied oder so verstanden werden, sondern ich finde, das ist ein selbstverständliches Recht, wenn man aus einer Kultur kommt, einer Sprache kommt, diese weiter zu pflegen. Überall, egal wo man ist. Ja, das Irre ist ja, dass es wissenschaftliche Anhaltspunkte gegeben hat in den 50er Jahren darüber, dass das vorzeitige Lernen einer anderen Sprache, in diesem Fall ja der Muttersprache, zu einem niedrigeren IQ-Niveau führt. Aufgrund von Forschungen, die die Amerikaner mit mexikanischen Migrantenkindern gemacht haben. Also, es ist... Ja, das war natürlich... Bitte? Zweisprachigkeit macht dumm. Das war wissenschaftlich in Anführungsstrichen bewiesene These einiger Linguisten aus den USA. Ja. Ja. Naja, das hat sich. Ja, das hat sich aber gehalten, das heißt, dieses Gerücht ja, hat sich aber gehalten. Andererseits, ich meine, ich habe mich damit mal in den 90er Jahren beschäftigt. Es gibt ja auch viele Leute, die bewusst ihre Kinder zweisprachig aufziehen. Es gibt Methoden, wie man das macht. Und das ist wichtig. Und es gibt ja auch viele Gegenforschungen dazu. Ganz im Gegenteil. Also Kinder sind insgesamt sehr aufnahmefähig, was Sprachen angeht. Das wird immer unterschätzt. Aber es muss natürlich auch entsprechend propagiert werden. Ich habe heute was Schönes erlebt. Ich war beim Friseur zum ersten Mal bei einem, also neuen, ein Mann, junger Mann aus Bingöl. Dann fragte ich nach der Sprache, Sasa, verheiratet, ein Kind und wie erziehen Sie Ihr Kind? Ja, die Mutter ist Italienerin und ja, das ist so. Wir wollen, dass er Italienisch, Deutsch und Türkisch lernt, weil er mit seinen Verwandten am Telefon und so weiter mehr Türkisch spricht als Sasa. Die Sasa sprechende Großmutter ist leider schon tot. Gut, dann. Ja, das ist schon das Wort. Wir sagen, Zafer, Dankeschön. Bedanke mich auch. Du hast uns neugierig gemacht, nicht nur auf das vorhandene Werk, sondern auch auf das Kommende. Und ich hoffe, dass wir uns wieder sehen und wieder in einer Lesung in Hamburg sehen und wünschen dir so lange alles Gute. Vielen Dank, David. Vielen Dank. Ja.